So. Ich weiß nicht, funktioniert jetzt alles? Weiß es nicht, weiß es nicht, weiß es nicht, weiß es nicht. Ah, so. Ich hoffe. Bitte. Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Ich weiß es nicht. Ja, die Info hilft sehr. Die Info ist gerade super gut. Das war gerade schnell. Ja. Wie gesagt, ich habe nur kurz das eine beendet. Musste neu starten. Um dann halt wieder reinzugehen. Das ist jetzt noch komisch. Gut, ihr werdet zwar angezeigt, aber warum wird das da nicht angezeigt? In 12 Sekunden statt 60. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Zeit dauert, wenn ich den Stream kurzzeitig beende. Ich habe nämlich eingestellt, dass wenn ich halt, ne, kurz weg bin und oder das Internet halt mal weg ist, dass ich, ah, hier steht's, dass ich 90 Sekunden Zeit habe, um Internet und so weiter halt nochmal neu zu starten, damit dann wieder funktioniert. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt besser ist. Ich sehe auf jeden Fall den Chat wieder. Und ja. Bin schon mal entspannt. Entspannter als eben. So, gut. Nightbot kann ich wieder schließen. Den brauche ich heute nicht mehr. So. Dann hoffe ich mal, dass das wieder funktioniert. Bei mir ist alles unverändert, nur dass jetzt der Text mit Lichtgeschwindigkeit übermittelt wird. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich damit zusammenhing. Ich habe jetzt nichts Großartiges geändert. Ich habe jetzt halt nur OBS einmal neu gestartet. Und ja, dafür gesorgt, dass ich wieder den Chat lesen kann. Weil, wenn ich den Chat nicht lesen kann, ist das scheiße. Deswegen. Ne. Wichtig und so. Jetzt ist nur die schöne Musik weg. Also, gut, das hat jetzt wieder mit dem Neustart nichts zu tun. Mir endlich eine Wasserflasche. Okay, bis gleich. Da ist eine Sirene. Oh Gott, ganz viele. Zeig mir, was du zu bieten hast. Nein, nein. Bitte nicht. Oh, Kacke. Und wir haben das erste Loch ins Boot gemacht. Thank you.
So. Okay. Da hinten komme ich rauf. Bin ich hier oben richtig? Okay, das ist aber nicht, was ich suche. Nein. Ach. Puh. Da ist noch was. Okay, das war das, was wir suchten. So. Das muss ich jetzt einmal hier hinstellen. So. Das. Das. Ah, okay, super. Und wo müssen wir jetzt nächstes hin segeln? Gute Frage, nächste Frage. Warum höre ich mich jetzt selbst? Ich weiß es nicht. Ich will mich nicht selbst hören. Okay, jetzt sollte ich mich nie mehr selbst hören. Hoffe ich. Es ist ganz fürchterlich, wenn man sich selber hört. Muss man nämlich seinen eigenen Stimme ertragen. So, zum Glück haben wir das Bootfahren gleich erstmal hinter uns. Zwar nur für kurze Zeit, aber wir haben es dann hinter uns. Ja, jetzt schwimmen wir nach oben. So. Da hinten ist wieder ein Wal. Aber hier fehlen trotzdem so ein paar Delfine oder sowas. Und Haie hätten sich auch ruhig mal packen können. Kann es sein, dass unser Boot etwas... Nein! Nein! Unser Boot ist festgepackt und ist im Begriff zu sinken. Oh. Okay. Das ist mittlere Rüstung. Das ist schwere Rüstung. Leichte Rüstung. Das ist furchtbar. Ich war heute Morgen in einem Frühstücksstream. Dort war eine junge Frau und die hat mit angefangen. Wirklich so sympathisch. Wie du singst. Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, warum ich sinke. Ich, es war einfach irgendwie
Ich war unter Wasser, bin wieder hochgekommen und habe festgestellt, dass ich sinke. Zu meinem Leidwesen. Jetzt ist das Boot wieder normal. Ah, Kaya meldet sich auch mal wieder zu Furz. So, ich frage mich allerdings immer noch, warum unser Boot angeblich. Oh. Nein, 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 nein. Im Begriff war zu sinken. Vor allem durch dieses angebliche Sinken ist mein Boot vorne erst recht kaputt. Ja, es hätte nicht sein müssen. Ganz ehrlich. Geralt, geh ins Wasser. Im Wasser kannst du sie mit einem kurz erledigen. Ja, komm, frisch mal plötzlich zurück. Wir werden alle sterben. Das stimmt sogar. So. Jetzt können wir mal hier hin. Alter, wir haben einmal komplett das ganze Gebiet klappert. Gott, und es wartet hier noch so viel. Da haben wir zum Glück nichts. Hier dann noch die ganze Ecke. Ey, aber wir machen ja nur da, wo dann auch wirklich die Quests sind. Wenn wir an manchen Orten nicht vorbeikommen, dann ist das auch nicht wild. Ich finde, dass ich um das Pferd kümmere. Ich würde mich auch um das Pferd kümmern. Aber ich kann doch nicht einfach ein leeres Gehege bauen. Es gibt doch in Planet Zoo keine Plätze, die ich da reinsetzen könnte. Das heißt, das Gehege würde leer stehen und würde mir unnötig Geld kosten. Plötze ist doch noch nicht in Rente gegangen. Also wie soll ich Plötze da schon ein schönes Gehege bauen? Geht ja noch nicht. Solange sie mich nicht abwirft, verzeiht sie mir das auch. Oh, noch mehr Sirenen. Ich kann diese Sirenen dann so nicht mehr ab. Verzeiht meine Keramik. Du saßt echt so lange auf dem Scheißhaus? Das ist aber gar nicht gut, ne? Das weißt du schon. Alter Mann, du.
Aber wie, ganz ehrlich, wie soll ein Pferd denn bitte auf ein Boot passen? Da sinken wir doch. Dafür Plötze vollstes Verständnis. Und außerdem, woher willst du wissen, dass Plötze kein Zucker und kein Obst und Gemüse oder sowas kriegt? Das war doch nur so dahergesagt. Musst du immer alles so ernst und persönlich nehmen? Weißt du, aber mir immer Sprüche reindrücken. Da ist das okay, ne? So, wenn ich das aber mal mache, ne? Dann wird gleich Zeta und Mordio geschrien. Wie lange ich eine Sitzung habe, ist meine Sache. Also, nee, das geht uns alle was an. Wir sind hier eine große, um sich kümmernde Gemeinschaft. Da geht einem die Sitzung des anderen immer etwas an. Ohne Wenn und Aber. Also meine Sitzung hat vorhin nur 3-4 Minuten gedauert. Wie locker, dass das jemand wissen will. Na doch, ich. Finde ich keiner. Bin ich keiner? Na los. Sag schon. Dann in die so live verlieben. Farbe und bunt. Wer sagt, dass ich die nächste Woche überhaupt auf unsere Keramik lasse? Du gehst dann einfach in den Wald. Das ist ja schön, das ist mein Spornbild. Ach was. Eine moderne Frau kann auch über sowas reden. Doch das Normalste der Welt. Im Garten? Nee, im Wald, nicht im Garten. Wir haben doch hier direkt vor der Tür einen Wald. Nein, kann sie nicht. Doch klar. Frau kann alles, wenn sie möchte. Ich glaube, du möchtest, also tatsächlich privat möchtest du mich, glaube ich, gar nicht mit meinem Freund oder so reden hören. Was wir teilweise für Themen haben. Ich glaube, da würde ich dein komplettes Weltbild zerstören. Das muss aber man nicht immer fangen. Na, kommt drauf an. Also ich glaube, mein Freund schätzt gerade das tatsächlich an mir. Auch wenn ich kann es selber nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube, gerade das ist das, was mich so einzigartig sympathisch macht. Ja, mir ist gerade kurzzeitig selber schlecht geworden. Bei dem Satz. Hey, ja. So. Zeig mir, was du zu bieten hast. Es wird eh nicht, wenn ich hier so kämpfe. Ich habe sehr viel und nichts getötet. Ja, ich will die Wölfe nicht töten. Aber mir bleibt keine Wahl. Da habe ich hier meine Plätze. Wollte ich mir nicht eigentlich was zu trinken machen? Hab ich super gemacht, ne? Steht ja immer noch neben mir. Bin berührt. Ah, okay. Ich weiß wieder, wo wir sind. Problem ist, dass wir halt einmal um diesen Berg herum müssen.
Gibt's ein schönes zu trinken? Cola Rum. Tatsächlich. Allerdings mit so wenig Rum. Also, es ist so eine Pfütze. Halt, Reste leer machen. Damit es sich lohnt, was Neues zu kaufen. Für nächste Woche. Wenn du dann da bist. Ach, ich spring einfach ab. Ne, meine kleinen... Aua. Ihr seid hässlich. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Och, nicht du schon wieder. Ich hasse fliegende Gegner. Also Cola mit Geschmack. Ja. Hallo, Plötze. Oh, da sind noch mehr Viecher. Auf euch. Küttel ich aber gerade mal. Ich möchte gerade einfach nur auf die andere Seite des Berges. Irgendwie. Weiß noch nicht genau wie. Ich würde erstmal gerne eine Straße finden. Straße oder ein Weg, der über die Berge führt. Ich glaube nicht, dass das hier eine Straße oder ein Weg ist. Wenn, falle ich wahrscheinlich auf der anderen Seite einmal runter. Ah doch, da ist eine Straße. Ich bin auf einem Häuserdach. Lauf, Plätze! Ach du grüne Neuner. Ach du, ach du. Das sind ja Straßen, auf denen ich hier galoppieren muss. Langsam, langsam. Ist das ein... Tatsächlich, das ist eine der Stellen, wo ich noch hin wollte. Das Medaillon vibriert. Das muss Geralt! Ja, du musst auch schon. Ja, wie soll er denn da hochkommen? Das ist eine grandiose Frage. Die ich mir gerade mal so stelle. Und diese Ecke hier? Das... Ja, sieht schon richtiger aus. Charakter. Zwei Punkte können wir wieder verteilen. So, das ist voll. Ich muss dann kurz mal schauen, pro Fertigkeitsstufe. Okay, das mache ich beim nächsten Mal auf jeden Fall. Das mache ich einmal. Natürlich habe ich einen guten Musikgeschmack. Frag Frisches. Mein Musikgeschmack ist hervorragend. Ohne Fee und Tadel. Für uns ist nicht am Wochenende. Ach was. Das wird cool. Das wird sehr, sehr cool. Freu dich auf SingStar. SingStar wird cool.
wenn wir keine Musik hören. Und wie wir Musik hören werden. Dann kannst du sehen, dass nicht nur ich einen so tollen Musikgeschmack habe, sondern mein Freund ebenfalls. Wir haben den besten Musikgeschmack. Wir hören nämlich alles. Das ist uns ganz schlimm mit dir. Hör auf die Macht. Er hat keine Wahl mehr. Er hat schon lange keine Wahl mehr. Seit er meinen Mod gewonnen ist, hat er keine Wahl mehr. Ich schaff das. Okay, sing mir vor, ich das sonst noch vor. Ey! Sei froh, dass ich hier kein Liedchen trelle. Dann könntest du dir jemand anderen suchen, bei dem du gucken kannst. Weil. Wo ich Kai ja recht geben muss, ich kann nicht singen. Und da brauche ich mir nichts vormachen, ich kann aber nicht singen. Aber ich würde gerne singen können. Und so singe ich auch. Als wenn ich es könnte, es aber nicht kann. Deswegen tue ich es, um andere zu quälen. Eigentlich nur Kaya. Eigentlich nur Kaya zu quälen. Mein Freund kann ich damit nicht quälen. Ich kann auch nicht singen. Nee, dich für. Kaya, dich will auch keiner singen haben, glaube ich. Gut, wir lassen plötzlich einfach mal hier oben stehen. Speichern, weil es schon zu spät ist und wir sliden gekonnt hier runter. Alter, aber echt gut. Auge um Auge. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich mag. Wie kennst du das? Das Wort an sich oder meinst du jetzt irgendwas anderes? Also Susa kenne ich ja. Susa kenne ich. Oder meinst du noch was anderes damit? Ein Hase. Ach stimmt, da wollte ich ja noch hin. Das ist Wusa. Ist dem so? So, Tachchen, die Herrschaften. Warte, nur ein Weilchen. So, neue Markierungen. Ganz ehrlich, das ruhe ich nicht alles ab. Könnt ihr vergessen, das ruhe ich nicht alles ab. Es sei denn, ihr verlangt es von mir, dass ich das absuche. Mache ich es natürlich. Du wirst ja nie fertig, genau deswegen. Deswegen war ja die Frage, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? So viele Fragezeichen, ja. Deswegen. Soll ich die Fragezeichen abrufen oder soll ich es lassen? Die Qual der Wahl liegt bei euch. Ich konzentriere mich jetzt gerade erstmal nur auf die sowieso schon neben Quest. Ja, wollen nicht! Oh. Puh, was ist denn mit Plätze passiert?
Ich hab Plötze da oben auf dem Weg stehen gelassen. Ich würde davon profitieren. Naja, ich weiß nicht, ob du davon profitierst. Ich mach mir gerade eher Gedanken um Plötze. Das muss doch wehtun. So ein Pelz im Oberkörper. Das tut schon weh. Gut. Ein Fall für den Tierschutz. Wir laufen dann mal zu Fuß, ne? Ja, da kann ich doch nichts mehr. Ich hab's auf der Straße abgestellt. Wenn das Pferd zu blöd ist, auf der Straße zu bleiben und da runtergleitet, das ist doch nicht mein Problem. Ich hab ja nicht gesagt, Alter, Pferd, kommst du jetzt mit runter? Ich hab ja wohl was nicht gesagt, Pferd, du bleibst da oben stehen. Wenn das Pferd mir folgt, ja, das ist selbst schuld. Mit dem Namen war es schon bestraft. Ja, stimmt, der Name ist jetzt auch nicht so der Bringer. Yo! Der Move ist geil! Alter, wie weit er runter slidet. So. Ah, ich kann Plötze wieder rufen. Plötze! Komm her, mein treues Ross. Haben wir uns aus dem Felsen befreit, ja? Hat die Nackenmassage gut getan? Weiter so, Plätze! Das ist eines Tages eine Treffen gewesen, dafür so ein Winter zu machen. In Erinnerung an Plätze, bis so halt die Schnee eingebuddelt wird. Du? Also, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe nichts gemacht. Ich habe das Pferd da oben abgestellt. Für die Blödheit anderer bin ich nicht verantwortlich. Weder für Mensch noch Tier. Das ist ähnlich wie mit diesen Banditen. Die sind mir ins Schwert gelaufen. Ah, freue mich, wenn wir irgendwann mal bei FF7 angekommen sind. Nein, Plötze, es geht jetzt nicht in den Stall. Du hast dir deine Abendruhe noch nicht verdient. So, wir wollten in diese Richtung. Jetzt bin ich nervös, was in der Richtung. Huch. Ja gut, wir müssen auf der Straße ja eh wieder zurück. Ich will weg. Weit weg. Wo ihr mich nicht findet. Das wollte ich schon. Nein, ich bin nicht verletzt. Ich hoffe, für die war die auch schon Jahre. Na gut, Jahre ist übertrieben. Ich warte ja immer noch darauf, Kaya, dass du dir die vorherigen Teile anguckst. Aber Teil 1 siehst du ja dann nächste Woche, wenn du hier bist. Dann spielen wir entweder den ersten Teil Final Fantasy oder den ersten Teil Kingdom Hearts. Mal gucken. Je nachdem, wo ich mehr Bock drauf habe, dich zu quälen. Oder vielleicht auch was ganz anderes, um dich zu quälen. Beweg dich! Ich habe so viele tolle Sachen, um dich zu quälen. Beziehungsweise wir dich quälen. Nicht so schnell, Plätze. Ich fass es nicht. Während Arm noch am Leben würde er euch beißen. Wir haben einen Gast. Ich grüße dich. Du kennst mich? Ja, ich habe von dir gehört. Ja, das machen wir nebenbei genau, auch. Aber es war sicher unangenehm. Das kommt ja noch dazu. Ich habe gehört, ihr macht hier Kämpfe. Da hast du richtig gehört. Versuch dein Glück, wenn du willst.
Ich habe schon wieder das niedergebrannte Auenland vor Augen. Ich bin bereit. Kämpft ohne Gnade, aber ehrenvoll. Quäl dich einfach mit Bingo Boffin, ja? Mit deinem Vater. Komm schon! Frisches Bingo-Boffin vom Fass. Ich habe Frisches übrigens eingeweiht, der stimmt mir da voll und ganz zu, ne? Geralt der Reisende hat gewonnen. Freya, verdammt. Du solltest gegen Valgard kämpfen, der ist ein würdiger Gegner. Ich habe 3000 Schafe gestohlen. Ich habe 3000 Schafe. Weiter so, Plätze. Mit meinem alten los. Oh, ich freue mich schon auf. Ach, sag mal schnell hier. Mach langsam. Oh, Sonntag. Das wird cool. Alter, die Fragezeichen nehmen ja gar kein Ende mehr. Ganz ehrlich, nein. Wir machen die, an denen wir vorbeikommen und dann hat sich die Geschichte. Es sei denn, es geht wirklich hundertprozentig darauf, dass ich das mache, dann mache ich es natürlich. Ich glaube, ich mache nur noch die Nebenquests und die Schatzsucher-Dinger. Ihr sagt, es hat nicht mehr Kinder geht. Ja, du bist auch schon erwachsen. Was erwartest du, dass du jetzt in deinem Alter noch Kindergeld kriegst? Junge. Alter Junge, lass mich dir sprechen. Okay, ich kann ihn nicht kennen. Ich brauche meinen kleinen Sturmbodenträger. Ja, komm, aber wir haben mehr als genug damals verdient. Wozu brauchst du Kindergeld? Sei froh, dass du überhaupt einen Daumen hattest, an dem du nuckeln konntest. Sei froh, dass du überhaupt was zu essen hattest. Weißt du, ich hätte dich auch einfach den Orks im Fraß vorwerfen können. Wobei, na gut, nee, du hast ja ein Drittel Ork in dir, also. Die hätten dich wahrscheinlich auch nicht angerührt. Dem warst du wahrscheinlich einfach zu zäh. Unverdaulich. Nein, stößt mir nicht im Fürstengeschlecht. Komm jetzt. Naja, kann er ja nicht. Er ist ja ein Elb. Er kann ja kein Mensch oder nicht von einem Menschen abstammen. Er ist ja ein Elb. Ich habe keinen Boffin in mir. Doch, du hast einen Boffin in dir, du hast einen Ork in dir, du hast einen Troll in dir, du hast einen Bär in dir, du hast einen Frosch in dir. Du hast einen Zwerg in dir. Die Ahnenreihe ist lang und groß. Kaya, du hast keinen wahren Wert. Du bist nicht mal ein Mensch. Du bist ein Elb. Du bist einfach nur ein Elb. Ein dreckiger Elb. Nicht mehr und nicht weniger. Komm schon, Plätze. Mit dir gemacht, Gehirnwäsche. Du bist kein Mensch. Wir haben dich testen lassen. Du bist ein Elb, ein Vollwertiger. Und eines Tages wirst du Herrscher der Elben und wirst die Menschen und Zwerge ausrotten. Und alle, die keinen Alkohol trinken. Alle Frauen lügen. Boah, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexen, wenn ihr eine Basilisk?
Wir lösen unsere Probleme selbst. Die fordern uns. Und was ist das? Möge deine Axt nie zerbrechen. Ja. Wo ist der Buchmacher? Pass bloß auf, Fremde. Respekt, Hexer. Ich will kämpfen. Gut. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin kampfbereit. Du hast dich gut geschlagen. Ich hoffe, du hältst das gegen Olaf durch. Ich will erst ein paar Worte mit dem Fremdländer wechseln. Das stimmt nicht, ist schon eine Lüge. Nein. Es geht um meine Erika. Siehst du sie? Ich muss heute gewinnen. Sie schaut zu. Ich habe noch nie groß. Ich habe keine Chance. In meinem Leben habe ich noch nie groß verloren. Aber ich habe gedacht. Und wenn ständig für gerade. Dass du mich vielleicht gewinnen lässt. Naja, eigentlich teile ich eher aus, ne? Er ist selber ein Elf. Er ist ein Elb. Dann müsste er sich selber umbringen. Oh ja, bitte bring dich selber um. Hör zu, wenn ich das mache, werden wir es beide bereuen. Glaub mir. Aber es geht um Erika. Was soll ich du verstehst rein gar nichts. Schluss jetzt mit dem Geschwätz. Kämpft! Beide Geister aus Schwör! Zusammenbleiben! Pferd, könntest du mir aus der Visage gehen? Ja. Jetzt. Ich hätte gleich mit einem starken Angriff versuchen sollen. Bei den Geistern aus Mörhorn! Komm, Geralt, rappel dich. Komm schon. Jo. Der Fremdländer hat gewonnen! Erika, warte! Er ist kein Mensch. Lass sie gehen. Der Fremdländer hat sich als würdig erwiesen, gegen Olaf zu kämpfen. Dein Gegner, der Meister von Skellige, erwartet dich auf Ahn Skellig. Ja! Was machen wir Hexer, wenn keine Basilisken, Waldstraße oder Riesen? So. Wo muss ich hin? Naja, Kaya, dann würde ich nochmal in dein Charaktermenü gucken. Bei Herr der Ringe. Da steht ganz klar Elb. Also ich meine, wer lesen kann, ist ein kleiner Vorteil, ne? Also gut, dein Gehirn ist nur so klein wie eine Erbse, also... Ist schon okay, wenn du nicht lesen kannst und dich beeinflussen lässt, ne? Ist schon gut. Alles wird wieder gut. Mutti regelt das. Lass das mal die Mama machen. Ich geb dir deine Tropfen und dann ist alles wieder gut. Was das Lesen? Ja, siehst du, da fängt schon an. Siehst du? Du bist gar nicht zurechnungsfähig. Ja, guck einfach in der Charaktermenü. Du bist kein Mensch. Du wirst nie ein Mensch sein. Wobei Elben bestehen tatsächlich doch zu Elben. Doch, oder? Nee, Orks bestehen aus Elben. Stimmt, Orks bestehen aus Elben. Ein Sturm, verdammt. Geralt, so ein kleiner Sturm macht sich jetzt auch nichts. Gewinnst du diesen Faustkampf und dann passt das. Wo ist denn? Ach, da oben. Pass auf, wohin du gehst. Lassen wir uns von da. Du willst gegen Olaf kämpfen.
Er hat lange auf einen würdigen Gegner gewartet. Ich kämpfe gegen Olaf. Der Faustkampf ist eine Tradition. Aber Olaf ist auch ein Schneemann. Und hier auf Arnskellig ist sie absolut heilig. Ich werde kämpfen, als ginge es um Leben und Tod. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Tritt ein in die Arena. Siegst du, hast du die Ehre, gegen den Meister der Meister antreten zu dürfen. Aber ich glaube, das ist so. Wir sind da gerade in die Arena gesprungen und sind gestorben. Das ist ein theatralisch hysterisches Skrupellos. Nein. Nicht alle Frauen. Nicht alle Frauen. Yeah.